Diese Geschichte beginnt vor Hunderten von Jahren, um genauer zu sein vor genau 864 Jahren, bevor es überhaupt eine Gotthand gegeben hat. Keine Engel der Apokalypse und somit auch keine Aposteln, die unter den Menschen leben und Angst, Unheil und Verderben verbreiten. Die Idee des Bösen schlummerte noch tief in den Sphären der Astralwelt. Doch die Zeit des Schlafens war beinahe vorbei. Die uralte Entität war kurz vor dem Erwachen. Doch nicht durch die eigene Kraft wurde es in Gang gesetzt, sondern durch die Menschen selbst. Bald wird die Idee des Bösen großen Einfluss auf die Kausalität selbst und das Schicksal der ganzen Menschheit ausstrahlen. Wie die Hexe Flora es einmal erklärt hatte, ist Zeit wie ein spiralförmiger Fluss, in dem sich Ereignisse ständig wiederholen, wobei es jedoch immer zu einem anderen Ende kommt. Immer wieder geschehen Dinge, die nicht eins mit dem Fluss der Kausalität sind und ihn in eine andere Richtung lenken. Wie ein Schmetterlingseffekt kann eine kleine Änderung zu einem völlig neuen Ausgang führen und letztlich die ganze Welt verändern. Vor rund 1000 Jahren tauchte ein mysteriöser Mann auf, der durch sein Charisma, sein militärisches Genie und seine Führungsgabe immer mehr Anhänger um sich scharte. Zu seiner Zeit gab es auf der ganzen Welt unzählige Königreiche, die miteinander Krieg führten. Für die Menschen damals waren Krieg, Hunger und der Tod allgegenwärtige Elemente des Lebens. Doch dem mysteriösen Krieger gelang es mit der Zeit, immer mehr Königreiche zu bezwingen. Eins nach dem anderen ergab sich seinem Willen. Die Menschheit war auf dem Weg, in Harmonie und Wohlstand zu leben. Dies alles erreichte König Geiserich, ein Mann, eine Legende. Er blieb in den Herzen und Köpfen der Menschen als König der Könige. Genauso wie Griffith scharte er sich zunächst eine Gruppe aus engsten Gefährten um sich, fähiger Kämpfer. Er erweiterte stets seine Gefolgschaft bis zu einem riesigen Heer, eroberte jegliche Königreiche und erreichte das bisher Unmögliche. Die ganze Menschheit vereinte er unter einem einzigen Banner. Ein Utopia für alle. Und auch wenn die meisten von euch denken, dass Geiserich und der Totenkopfritter die gleiche Person sind, muss ich euch wohl zuerst enttäuschen. Moin, ich bin Mr. Nobody und in diesem Video zeige ich euch eine mögliche Vorgeschichte des Totenkopfritters. In dieser Geschichte könnte man Geiserichs Aufstieg mit der von Griffith gleichsetzen. Ein Mann, der aus dem einfachen Volk kam, ohne Vorfahren blauen Blutes, der durch seine charismatischen Führungspersönlichkeit es bis zur Spitze geschafft hat. Da die Rolle von Griffith mit Geiserich bereits besetzt ist, fehlt nur noch die seines fähigsten Kriegers. Somit nimmt der Totenkopfritter die Rolle Geiserichs engsten Kameraden ein, ähnlich wie Guts für Griffith. In dieser Geschichte kämpfte der Totenkopfritter Seite an Seite, zusammen mit Geiserich, bis der mächtige König sein eigenes Königreich erschaffen hatte. Am Ziel seiner Träume angelangt, hatte Geiserich alles erreicht, was er zu erreichen vermochte. Keine Aufgaben mehr vor Augen, keine Feinde mehr zu besiegen, dies war der Moment, an dem er über allem schwebte. Doch wer so hoch oben war, konnte auch sehr tief fallen. Und so kam es, wie es kommen sollte, der tiefe und gnadenlose Fall des so glorreichen Königs aller Könige. Aus Judos Erzählungen bekommen wir mit, dass Geiserich aus allen Ecken seines Reiches Arbeitskräfte herholte. Sie wurden dazu gezwungen, eine riesige Hauptstadt zu erbauen. Sie soll alle bisher von Menschen erbauten Städte überragen und alle soll sie mit ihrem Glanz und Ruhm überschatten. Nachdem diese auf Kosten vieler Leben fertiggestellt wurde, lebte der König in größter Extravaganz, während er dem Volk immer höhere Steuern auferlegte. Immer mehr unter Geiserichs Untertanen gaben den Glauben an den einst so glorreichen König auf. Immer stärker gingen die Gerüchte unterm Volk umher, der König sei immer machthungriger und wahnsinniger geworden. Das Wohl der Menschen rückte in weite Ferne und das Ziel einer geeinten Menschheit verblasste gegenüber dem Wahnsinn Geiserichs. Und so geriet allmählich die Idee des Bösen in Bewegung. Die Menschen verloren immer mehr Vertrauen an ihren König, fingen an, Gerüchte zu verbreiten, ihn zu hassen und zu verachten. Diese negativen Gedanken führten nicht nur dazu, dass die Idee des Bösen erwachte, sondern auch, dass diese immer an Stärke gewann und mit der Zeit immer mehr Einfluss auf die Kausalität und somit die Schicksale der Menschheit erhielt. Die Menschheit war mit dem vom Geiserich gewählten Weg nicht einverstanden und die Idee des Bösen, durch die Gedanken der Menschen geleitet, musste nun den Kurs korrigieren. Geiserich war nicht mehr der Führer, der er einst war. Ein kleines Artefakt kann wie ein bedeutungsloser Stein eine Lawine auslösen. So gelang aus den tiefsten Sphären der Astralwelt ein roter Behelit, auch Ei des Königs genannt, in die Menschenwelt. Wie der Zufall oder besser gesagt das Schicksal es wollte, gelang der Behelit in die Hände von König Geiserichs Berater. Während der Conviction Arc erzählte uns Moskus über diesen geheimnisvollen Berater. Nachdem jedoch der König mitbekommen hatte, dass sein eigener Berater gegenüber Gott seine Sünden verkündet hatte, fühlte sich König Geiserich betrogen und ließ den Berater einkerkern. Der geheimnisvolle Fremde soll durch unzählige Folterungsmethoden ewige Qualen erlitten haben. Der Berater beraubt von den Sinnen, seine Augen herausgebrannt, die Nase und die Ohren abgeschnitten, Tage, Wochen, Monate lang gefoltert. Nach einer Ewigkeit
und Gefühlen voller Traurigkeit, Wut und Rachegefühlen erreichte er den höchsten Punkt der Verzweiflung und so wurden seine Gebete letztlich erhört. Der Behelit in seinem Besitz aktivierte sich und ein Engel stieg zu ihm herab. Der Engel gab ihm die Wahl, sein Leid und das Leid des Volkes unter den grausamen Herrschaft des Königs zu beenden. Der Mann sah keinen anderen Weg mehr, König Geiserich wieder auf den rechten Pfad zu bringen und willigte dem Angebot ein. Als der Berater einwilligte, geschah es. Innerhalb eines Momentes verdunkelte sich der Himmel. Das ganze Königreich lag im Dunkeln. Die Einwohner auf den Straßen schauten hinauf in den Himmel, neugierig auf das ungewöhnliche Naturereignis. Doch was als nächstes geschah, war kein Wunder Gottes. Es war ein Albtraum. Aus dem Himmel erschienen langsam vier mysteriöse Gestalten. Die Leute dachten, es seien vier Engel, die Gott auf die Erde sandte, um die Menschen zu retten. Doch es waren vielmehr die vier apokalyptischen Reiter, die Geiserichs Königreich in die dunkelste Finsternis brachten. Und so begann die erste Eklipse, oder auch Verfinsterungszeremonie genannt. Urplötzlich schleuderten die dunklen Wolken gewaltige Blitze auf Geiserichs Metropole. Gebäude brannten und stürzten mitten auf die Menschen. Die einst so prächtige Stadt verwandelte sich in ein Schlachtfeld. Überall lagen Menschen entweder verletzt, dem Tode nahe oder bereits im ewigen Strudel des Höllenfeuers gefangen. Diejenigen, die die ersten Einschläge überlebt hatten, wogen sich in Sicherheit, doch vergeblich. Im Himmel erschien ein seltsames Symbol. Auf einen hellen Lichtblitz schossen vom Symbol Strahlen herab, die sich auf jedes menschliche Wesen bewegten, und als sie ihr Ziel erreichten, brannten sie sich ins Fleisch hinein. Im Gegensatz zu Griffiths Eclipse gab es jedoch keine Gotthand und keine Apostel, und so wurden die Gebrandmarkten nicht lebendig gefressen. Die Idee des Bösen saugte den Opfern ihre Lebensenergie aus, bis von den Menschen nur noch eine leere Hülle blieb. Und so stapelten sich die Leichen auf den Straßen des Königreichs, bis keine Menschenseele mehr übrig war. Auch der einst so mächtige König konnte seinem Schicksal nicht entkommen und büßte mit seinem Leben. In diesem Szenario war der Totenkopfritter mitten in der Eclipse. Genauso wie Guts versuchte er, seine Kameraden und seinen einstigen Freund vergeblich zu retten. Doch er war machtlos als ein einfacher Mensch gegenüber einem gottähnlichen Wesen. Nach einiger Zeit verstummte die Stadt, als ob sie das letzte Fünkchen Leben ausgehaucht hatte. Und aus dem Berg voller Leichen stieg eine Gestalt empor. Ein abscheuliches Wesen, ähnlich einem entstellten Menschen, mit Flügeln stand vor dem Totenkopfritter. Als er jedoch dem Wesen ins Gesicht schaute, erkannte er die Gesichtszüge eines alten Freundes, dem Berater des Königs, der sich nun jedoch als Void vorstellte und das erste Mitglied der Gotthand war, einem Diener der Idee des Bösen. Doch bevor Void das Leben vom Totenkopfritter nehmen konnte, öffnete sich eine Tür, durch die eine junge Dame trat. Als der Totenkopfritter sie erblickte, war er erstaunt. Und seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, kannte er die Person. Es handelte sich hierbei um die mächtige Hexe Flora, die eine ungewöhnliche Erschütterung der Kausalität gespürt hatte. Sie kam rechtzeitig, um ihrem Freund beizustehen, aktivierte einen mächtigen Schutzzauber, an dem Void nicht vorbeikam, und holte den Totenkopfritter aus der Eclipse heraus. Während der Eclipse teilte die Idee des Bösen Void die Botschaft, die er auf der Welt verkünden soll. Und so begann Void damit, Apostel zu erschaffen und nach weiteren Mitgliedern der Gotthand zu suchen. Währenddessen trainierte der Totenkopfritter eifrig und suchte nach Void, um sich an ihm zu rächen. Ähnlich wie Guts scharte er sich eine kleine Gruppe aus Gefährten um sich, lernte auf der Reise viel über die Astralwelt und die Schrecken, die dort lauern. Auf seinen Abenteuern bereiste er auch Skellige und besuchte das Königreich der Elfen. Dort lernte er auch den berühmten Zwergenschmied Hanna, der ihm eine mächtige Rüstung schmiedete. Mit dieser konnte er sich mit den monströsen Gestalten messen und nach jahrzehntelangem Training hatte er sie bis zur Perfektion gemeistert, dass er sich mit dem mächtigen Apostel Sot messen und sogar der gefürchteten Gotthand gegenüberstehen konnte. Jahrhundertelang geleitet durch Wut und Rachegefühle, schwor er, dass er alles dafür tun wird, sein Ziel zu erreichen. Er schwor sich an der Gotthand und vor allem an Void zu rächen. Wie wir von Shirke erfahren haben, konnte sich der Vorbesitzer der Berserker-Rüstung nicht mehr von ihr trennen. Sie war einst mit seinem Körper. Und obwohl er sie und das Biest im Inneren meisterte, so war es doch ein Fluch. Denn mit der Zeit verschwanden seine Gefährten, eine nach dem anderen, bis nur noch die mächtige Hexe Flora und sein unendlicher Hass auf die Gotthand blieb. Das war meine Theorie zur Vorgeschichte des Totenkopfritters, in denen auch Charaktere wie Geiserich, Void und Flora eine wesentliche Rolle spielen. Natürlich handelte es sich hier nur um Spekulationen und Ideen, die aber auch teilweise mit fundierten Fakten aus der uns bekannten Berserk-Handlung verbunden wurden. Meiner Meinung nach gehört der Totenkopfritter zu den interessantesten Charakteren des Mangas und wir können hoffen, dass in Zukunft noch einige Fragen und Mythen um seine Person gelüftet werden. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos in so einem Format sehen möchtet. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da, um zukünftigen Content nicht zu verpassen. Dann bleibt nur noch eins zu sagen: Vergesst nicht einzuschalten, wenn es wieder heißt.